Herzlich willkommen in Anis Welt. Ich freue mich heute zum zweiten Mal, Felix den Glücklichen bei mir zu haben. Herzlich willkommen, lieber Felix. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ja, dein Name hat auch eine ganz besondere Bedeutung und so wie du strahlst, vermute ich, das steht im Zusammenhang. Magst du uns den mal erklären? Ja, Felix heißt der Glückliche. Und das kommt aus dem Ägyptischen. In Ägypten waren Katzen Symbole des Glücks. Und später hießen dann Katzen lateinisch Felis. Felis, Felis ist die gemeine Hauskatze, ein Glückssymbol. Von daher rührt mein Vorname. Und darum lächelst du auch so süß und verschmitzt wie ein Kätzchen. Sehr sympathisch. Ja, lieber Felix, du hast mir erzählt, dass du im Harz eine Gemeinschaft gründen möchtest. Und dazu habe ich natürlich einige Fragen. Zum einen, wie du die Gemeinschaft nennen möchtest und was Inhalte sind und was du damit bewirken möchtest. Der Name der Gemeinschaft ist die Wiedergeburt. Inhalte sind, ja, was der Name schon sagt, nach dieser großen Krise, in der wir schon mittendrin stecken, ein Wiederaufleben von guten alten Dingen und ein Einbeziehen neuer, schöner Dinge. Ja, das kurz gesagt. Welche schönen Dinge hast du da im Auge? Ja, in uns Menschen schlummern ja unermessliche Fähigkeiten. Also ich bin davon überzeugt, dass wir in ferner Zukunft gar keine Technik wie heute mehr brauchen und trotzdem all das können werden. Wie gesagt, ferne Zukunft. Also ich sehe das nicht für dieses Leben, in diesem Körper, für mich jetzt. Aber in einigen Generationen werden wir nicht nur uns telepathisch verständigen können und diese Videokommunikation ist bloß ein Übungsfeld dafür, sondern wir werden auch auf andere Art reisen können. Ja, und wir werden auf andere Art uns ernähren können oder mit weniger oder mit ja, roher uns ernähren können, mehr mit dem Jahreslauf geben und ganz andere Energien haben. Ja, aber das ist ein langer Weg. Und es ist gut, da bei einfachen kleinen Dingen anzufangen, bei sich selbst, bei der Kommunikation mit den Mitmenschen und beim Gärtnern und einem neuen Umgang mit Mutter Natur. Denn sie hat all diese Kräfte bereit und wir können lernen, die nach und nach wieder mehr zu nutzen. Ja, das klingt fantastisch. Ich wünschte auch, wir wären schon bei Telepathie. Das würde einiges vereinfachen. Und auch solche Interviews leichter führen, könnte man leichter zu führen. Ja, Wiedergeburt, ein sehr außergewöhnlicher Name. Was bedeutet das genau für dich? Wie meinst du das jetzt, aus der aktuellen Situation komplett in ein neues Feld zu treten? Ja, der Name hat vor allem zwei Ursachen. Zum einen ist es wichtig für die Menschen, die daran teilhaben wollen, dass sie verstehen, dass sie eine Seele sind, die einen Körper hat. Und dass sie oft schon mal in einem anderen Körper waren und nach dem Ende dieses Körpers wieder in einen anderen Körper kommen können, dass sie wiedergeboren werden können. Diese Perspektive ist sehr wichtig, weil man dann weniger egoistisch an diesem Körper und den Erfolgen dieses Körpers hängt, sondern im Sinne der seelischen Entwicklung handelt, für die Nächsten da ist. Ja, und sich auf eine lange Entwicklung einstellt, die Jahrhunderte, Jahrtausende und sogar bis in die Ewigkeit hineinreichen kann und soll und nicht über ein paar Jahre. Und diese weite Perspektive, die gibt Raum, Geduld und Ruhe und auch für die aktuelle Situation. Also wir haben ja Angst. Viele Menschen haben Angst immer wieder mal. Also wir, sage ich auch, wir zwei und auch Menschen, die das sehen, haben auch manchmal Angst. Das ist schlecht zu vermeiden. Und die Angst geht eigentlich auf Angst vor Schmerzen oder Ende dieses Körpers zurück, also vor dem Tod, wie man so sagt, den es eigentlich für die Seele ja gar nicht gibt. Und wenn man sich als Seele erkennt, die einen Körper hat, dann schmilzt vieles von dieser Angst in der Sonne dahin. Und man kann Vertrauen
in das Leben fassen und viel geduldiger und entspannter leben. Das ist also der eine Grund, warum das Ganze die Wiedergeburt heißt, weil es Menschen sind, die sich als Wiedergeborene betrachten oder Menschen, die wiedergeboren werden wollen. Also auch nicht in irgendeine fünfte Dimension, sondern auf diese Erde wiedergeboren werden wollen. Vielleicht energetisch anders, aber schon in so einem Körper wieder. Und zum anderen heißt es Wiedergeburt, weil ich meine, dass unsere Gesellschaft, wie sie jetzt gerade ist, in der technischen Zivilisation, wie wir sie jetzt gerade haben, untergehen wird. Ich weiß nicht genau wann und wie oder wie schnell, aber ich denke, dass spätestens in 100 Jahren das meiste von dem, was wir jetzt hier sehen, an Städten und Strukturen völlig verschwunden sein wird. Und dann braucht es einen Neubeginn. Ja, deswegen die Wiedergeburt. Ja, es wird ja auch fleißig daran gearbeitet, dass dieses System zusammenbricht. Ja. Es kann nur besser werden, denke ich. Ja, wollen wir es hoffen, ja. Ja, du hast dir dafür auch einen ganz besonderen Standort gewählt, nämlich da, wo du jetzt lebst. Und zwar im Harz. Warum hältst du diesen Standort für geeignet? Ja, wenn man sich das Relief anschaut, die Geografie Mitteldeutschlands oder sogar Mitteleuropas, da sticht der Harz schon heraus. Es ist wie eine Hochebene oder eine Erhöhung mitten im Herzen Deutschlands. Und der Name Harz, etwa so 2000 Jahre alt, würde ich schätzen, ist wahrscheinlich von den Druiden gewählt worden wegen der energetischen Qualität dieser Gegend. Es gibt keinen höheren Punkt bis zum Atlantik im Westen und bis zum Ural im Osten. Bis zum Norden geht es bis nach Norwegen und nach Süden, bis an den Alpenrand, bis es wieder einen so hohen Punkt gibt. Und deswegen strahlt der Harz mit dem Brocken als höchsten Punkt so nach ganz Nordeuropa aus. Ja, und hier kamen wahrscheinlich unsere Vorfahren schon vor langer Zeit am Harz zusammen, um sich zu versammeln, um im Herzen zusammenzukommen. Und ich meine, nicht nur in Deutschland, aber auch in Mitteleuropa, kann von hier aus ein Neubeginn ausgehen. Ja, der neue Mensch, die neue Gesellschaft beginnt im Herzen. Ah, also der Harz als Mittelpunkt des Herzens Deutschlands. Ja, sogar das Wort Harz. Englisch weiß man das ja noch, das Altsächsische oder Altdeutsche ist ja mit dem Englischen sehr stark verwandt oder kommt, geht daraus hervor, die gleiche Wurzel. Hart, das Herz. Altsächsisch Hart ist das Herz. Baumharz ist das Herzblut des Baumes. Also das Wort bedeutet Herz eigentlich, ja. Sehr passend. Und dafür hast du dir dann extra den Harz auch ausgesucht. Genau. Der Harz ist höher gelegen. Wenn also Polsprung käme und das Wasser stark ansteigt, dann wird der Harz im Gegensatz zu Norddeutschland erst viel später überflutet oder gar nicht. Es wird wärmer und trockener und im Harz gibt es viel Wald und auch viel mehr Bäche und Flüsse, die teilweise sogar noch trinkbar sind, so wie sie sind, ohne extra noch gereinigt und gefiltert werden zu müssen, was man natürlich zusätzlich machen kann. Ja, hier ist dünn besiedelt und die Leute sind noch ziemlich ursprünglich hier. Also das hat Vor- und Nachteile. Ja, aber sie haben noch ziemlich starken Bezug zur Natur und zu ihren Wurzeln. Ja, und wie stellst du dir das vor? Ist da, also du möchtest ja eine Gemeinschaft aufbauen, die die Wiedergeburt heißt. Und du möchtest Menschen auch anziehen damit. Du möchtest, dass Menschen in deiner Nähe siedeln. Und ist da dann Platz überhaupt? Hast du da Ländereien um dich herum, die zu haben sind? Es gibt viel Platz im Harz. Wie gesagt, es ist eine verhältnismäßig dünn besiedelte Gegend. Also gehört zu den am dünnsten besiedelten Gegenden in Deutschland. Und es gibt hier viele Dörfer, die sehr stark überaltert sind und wo in fast jedem Dorf wird fast jedes Jahr irgendein Grundstück, irgendein Haus, irgendein Hof frei. Und nachdem ich ja in dieser Siedlungsbewegung in Deutschland auch aktiv war und bemerkt habe, festgestellt habe, was der auch wieder selber sehen kann, wie extrem schwer das ist, in Deutschland größere Landflächen zu erwerben oder und gar zu besiedeln. Neue Siedlungsflächen zu erschließen, neu bauen zu dürfen im Außenbereich, ist praktisch unmöglich in Deutschland, zumal es viele aussterbende Dörfer gibt. Und die Behörden sind dagegen sehr aufgeschlossen, gerade für Familien, gerade für junge Menschen oder mit Kindern,
die in den bestehenden Dörfern siedeln. Da hat man natürlich keine Landsitze oder nur selten und auch kaum mit einem ganzen Hektar Größe. Aber es gibt eben Höfe mit 1, 2, 3.000 Quadratmetern, oft größer, wo Selbstversorgung also gut möglich ist, man nur oft dann eben keinen eigenen Wald hat oder keinen eigenen See. Wer das möchte, der findet eine Handvoll Flecken in Deutschland, die so perfekt sind. Und das ist auch gut. Aber wenn viele Leute sich in einer Gegend sammeln und verhältnismäßig einfach ohne große behördliche Barrieren siedeln wollen, zusammenkommen wollen, sich unterstützen wollen, Selbstversorgung betreiben wollen, legal wohnen dürfen schon, dann ist es am realistischsten, wenn man gerade in so einer Gegend, die überaltert, in den Dörfern jeweils 1, 2, 3, 5 Höfe oder größere Grundstücke kauft, übernimmt, gemeinschaftlich, ja, und sich dann unterstützt und dann in den benachbarten Dörfern sozusagen auch solche Höfe erwirbt und dann als größere Gemeinschaft sozusagen auch größere Dinge gemeinsam organisieren kann. Und wenn diese Strukturen wirklich dann zusammenbrechen und vieles gar nicht mehr funktioniert, dann kann man schon sich sein Überleben besser sichern oder auch schon eine höhere Lebensqualität aufrechterhalten als die meisten anderen Menschen. Und die nächste Generation, die Kinder, die da aufwachsen, die sich anfreunden und junge Menschen aus anderen Gegenden kennenlernen oder auch aus den Dörfern, von den Dorfbewohnern, die sind ja auch oft in Ordnung, sind ja auch oft gute Menschen, dann kann man als nächste Generation tatsächlich vielleicht schon eine neue Siedlung gründen, die ganz neue Strukturen hat und die so ist, wie wir uns das erträumen. Ja, das ist dann vielleicht erst in 20, 30, 40 Jahren und nicht gleich für jeden jetzt zu haben. Aber das ist eine gute Vision und ich halte das für einen realistischen Schritt, den man so gehen kann. Ja, das biete ich an. Ich selber habe keine Landflächen, keine großen, nicht viele Höfe, die ich anbieten kann. Es ist schon so, dass das für viele eine große Herausforderung ist, nicht nur in die Gegend zu ziehen und irgendwas zu erwerben, sondern auch vielleicht noch Geld zu verdienen, was man ja oft noch ein Stück weit braucht. Aber dadurch sind eben die Menschen, die hier zusammenkommen, Schöpfer. Ja, klasse. Das ist auch der Traum, den viele bewegt in meinen Gruppen. Sie möchten alle gerne einen Hof kaufen und ja, da loslegen, aber auch nicht alleine, sondern in einer Gemeinschaft. Und da du jetzt diese Möglichkeit bietest, hoffe ich mal, dass viele Menschen dich ansprechen werden deswegen. Außer, ja gut, es besteht natürlich auch noch die Möglichkeit, Deutschland zu verlassen. Und zurzeit wird auch das von vielen in Erwägung gezogen. Ja. Aber das ist ja ein viel besserer Ausblick im Herzen Deutschlands. Ja, ich kann vielleicht sagen, dass es hier im nächsten Dorf gibt es eine kleine Art von Kneipe. Und in den ganzen letzten 2 Jahren haben sich die Männer des Dorfes dort jeden Abend getroffen. Die sind dann halt hintenrum rein und haben das nicht mehr so laut gemacht wie vorher, aber die wussten oft nicht mal, was es eigentlich offiziell gerade für Beschränkungen gibt. Also hier im Harz, je weiter man hochkommt und je abgelegener es wird, desto weniger juckt die Leute das, was sie da irgendwo in den Städten beschließen. Das war früher schon so, das ist heute auch so. Natürlich ist es ja nicht so, dass es keine Beschränkungen gibt, aber es wird entspannter gehandhabt. Wenn man die Leute kennt in den Läden, in der Tankstelle und so, dann kann man das auch freier leben, sage ich mal, als es sonst möglich ist. Ja, ist auch meine Erfahrung. Ich lebe auch eher ländlich. Und das, was in den Städten schon lange Pflicht und gehorsamst eingehalten wird, er kommt erst ein Jahr später auf dem Land an. Das hat Vor- und Nachteile. Ja, aber letztendlich, wenn man neu beginnen möchte, wäre das ja wirklich bei dir da sehr verlockend. Ja, also es gibt sicher viele Gegenden, wo das theoretisch möglich ist. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man es gut koordiniert, dass man es geschickt angeht und dass man auch einen guten gemeinsamen Geist entwickelt. Das ist schon wichtig. Viele versuchen das und beginnen irgendwo und dann sind sie doch alleine, zu zweit, eine Familie. Und ich kenne mehrere Familien, die da ziemlich gut sind, die einen schönen Landsitz erstellt haben, die dann trotzdem drumherum Agrarwüste haben und keiner dazu gekommen ist.
Und das ist natürlich traurig. Und die haben dann teilweise auch aufgegeben oder sind wieder weggezogen oder haben sich versucht, noch mit anderen zusammenzuschließen. Und auch jetzt, ich kenne ein Paar, das hat seit Jahren Landsitz quasi, hat ein kleines Kind und die überlegen auch hier in die Gegend zu ziehen. Oder Leute aus Berlin, die sich zusammenschließen, die also zwei Paare dann einen Hof zusammen kaufen wollen und drauf und dran schon waren. Und wir haben auch eine Freundin, die hat hier ein größeres Grundstück im Wald. Ich habe auch hier einen Nachbarn, mit dem wir zusammen Kartoffeln und Möhren anbauen. Ja, also es hat begonnen, aber es ist natürlich, es geht schon auch im Moment langsam voran. Es ist eine gewisse Hürde. Es ist nicht so einfach. Also auch einfach die finanzielle Hürde, ne? Man kann einen Hof selten für ein paar tausend Euro kaufen und dann hat man halt viel Investitionsbedarf, um überhaupt da leben zu können. Und es ist aber so, es gibt schon, es wird auch schon Möglichkeiten geben, dass man sich mit denen zusammenschließt, die in der Lage sind, zwar einen Hof zu kaufen, aber die froh sind, wenn noch andere mit einziehen und dann oft unter relativ einfachen Bedingungen eben diejenigen unterstützen. Und das muss man gut koordinieren, das ist gut, sich kennenzulernen bei Kennenlerntreffen, bei verschiedenen Festen, dass man ja dann sich mögen lernt und eine Art Wahlfamilien bildet oder gründet, wo vielleicht auch die bestimmten Rollen, die es eben braucht für eine Familie, besetzt werden. Theoretisch könnte es aber auch sowas wie Junggesellengruppe geben oder eine Mädchen-WG, die, wie auch immer. Also das, ich will jetzt nicht sagen, es müssen Familien sein, die viel Geld haben. Ich denke, es gibt da viele verschiedene Ansätze. Wichtig ist natürlich schon, dass es die weibliche und die männliche Energie gibt, die sich dann entweder auf dem Hof oder insgesamt in der Gemeinschaft ausgleichen kann und gegenseitig befruchten kann. Das ist schon ein relevanter Punkt, finde ich. Ja. Ja, sie können sich ja auch, ja, wie du in der Vergangenheit das Fest der guten Früchte ausgerichtet hast, bei solchen Feierlichkeiten kennenlernen und ja, dann kann es weitergehen. Ja, es haben sich viele kennengelernt. Ich kenne zwei aus Schwaben, die wohnen also 500 Kilometer weg von mir und beide nur 20 Kilometer oder 30 voneinander entfernt und haben sich aber hier bei mir kennengelernt und sind gleichen Alters und fast gleicher Einstellung und sind heilfroh, dass sie zusammen, also beide jeweils in Harz gefahren sind und dann quasi zusammen zurückfahren konnten und seitdem befreundet sind und sich oft sprechen und manchmal auch treffen können. Ja. Ja, Ja. das ist natürlich der Idealfall. Also klasse. Ja, noch besser, wenn es dann ein Pärchen wird. Ja, das sind zwei ältere Männer, aber die sind jetzt befreundet. Gut, die müssen auch nicht unbedingt ein Pärchen Nein, die werden. haben auch schon Ehefrauen, ja, genau. Ja, du hast auch ein Buch geschrieben, sozusagen als Leitfaden. Das heißt, Geburt des neuen Zeitalters. Ja, Was gut. hast du da reingeschrieben? Ja, Geburt des neuen Zeitalters ist der Titel. Und den habe ich deswegen so gewählt, weil unsere Zeit kein Schnipsen ins neue Zeitalter ist, kein Aufsteigen, kein lustig flaffiges Dahinfeiern. Es ist eine Geburt und eine Geburt ist ein heftiger Prozess. Gerade jetzt im alten Zeitalter war die Geburt ja meistens sehr schmerzhaft für die Mütter, die die Kinder geboren haben, obwohl das Kind dann, also selbst wenn das Kind wunderbar wurde und ein großartiger Mensch, war die Geburt dann doch oft sehr herausfordernd, eine riesige Grenzerfahrung. Und so ist es auch für unsere Menschheit, ja, für unsere gesamte Menschheit im Moment ein Geburtsprozess, eine Grenzerfahrung, der sich oft in vielen Bereichen wie ein Sterben anfühlt. Ja, und das erste Kapitel meines Buches hat also drei große Teile. Und im ersten Kapitel geht es um den Untergang des Abendlandes. Da beziehe ich mich insbesondere auf ein Buch, was vor 100 Jahren veröffentlicht wurde, hier auch im Harz. Und das hieß eben auch die Geburt, der Untergang des Abendlandes. Und da wird sehr gut beschrieben, wie sozusagen diese westliche Kultur nach und nach untergehen wird. Vor 100 Jahren geschrieben. Und viele Aspekte, die da genannt wurden, sind in den letzten 100 Jahren eingetroffen. Das heißt, man kann sagen, die These dieses Buches ist bestätigt worden. Das ist ein großes philosophisches Buch gewesen, was von den meisten großen Geistern Deutschlands zu der Zeit gelesen wurde. Und das zitiere ich im ersten Kapitel und mache das sehr deutlich. Also die Hoffnung, die viele haben, dass hier die Deutschen wieder einen großen Neubeginn haben, einen großen Aufstieg, und den teile, die Hoffnung teile ich gar nicht. Ich halte Deutschland für die letzte große Nation des Abendlandes und dass wir schon eine gute Zeit hatten, eine wichtige Rolle auch im Abendland und für die Welt im 20. Jahrhundert.
eine ambivalente Rolle, eine schwierige Rolle auch, aber auch eine wichtige Rolle, aber dass dieses Abendland untergeht. Und dann im zweiten Kapitel stelle ich dann quasi die Geburt des neuen Zeitalters in Russland vor. Also da spreche ich über zwei große Strömungen. Einerseits diese Familienlandsitz-Siedlung und dann diese große Gemeinschaft in Sibirien, die alleine ja 3000 Menschen umfasst. Und beides habe ich ja auch besucht und habe das in diesem zweiten Kapitel eben vorgestellt, wo ich sage, ja, das neue Zeitalter hat in Russland bereits begonnen. Man kann es sich schon angucken. Und im dritten Kapitel ist dann die große Frage, okay, hier geht es unter, da geht eine neue Kultur los oder eine neue Menschheit fast schon, könnte man sagen. Was machen wir jetzt hier in Deutschland? Also das dritte Kapitel heißt dann die Rolle Deutschlands. Was machen wir? Wie gehen wir damit um? Ja, darüber spreche ich dann im dritten Kapitel. Ja, danke schön, danke schön. Also es klingt eigentlich danach, als würde man im Herzen des Harzes ein neues Leben beginnen. Ja, das kann man vielleicht sagen. Also meine These ist, wenn etwas Neues hier beginnen soll, was langfristig stabil ist und von Dauer, dann muss es sozusagen im Einklang stehen mit diesem Neubeginn, der da in Russland stattgefunden hat. Wenn es das nicht tut, wird es nicht von Dauer sein und mit dem ganzen restlichen Abendland untergehen müssen. Das ist meine These, ja. Was für ein Ausblick. Also wir können, früher oder später wird es hier passieren, dass es hier einen Neuanfang gibt in Deutschland. Wann, weiß ich auch nicht genau. Also einen großen Neuanfang, es gibt ja Versuche, aber wie die gelingen, das kann keiner sagen, kann ich auch nicht wissen genau, was jetzt mit dem Projekt, was ich hier mache, möglich sein wird in den nächsten Jahren. Aber es wird einen Neuanfang geben und der wird beruhen auf den Grundlagen, wie sie gelegt wurden im neuen Russland. Wobei ich nicht den russischen Staat meine, wie er jetzt ist. Das ist ja auch eine Riesenmacht und da gibt es auch viele negative Sachen. Ich meine die neuen Siedlungen auf dem Land in der Weite der russischen Taiga. Ja, es klingt schön. Und die Menschen können sich an dich wenden, wenn sie Interesse haben, dort bei dir im Harz anzusiedeln. Ja, es ist für mich natürlich so, dass ich überlegen muss, wie organisiere ich das? Also es kann passieren, dass sich viele an mich wenden wollen und mich das überfordert. Und ich möchte auch nicht jeden Tag 10 Anfragen haben von Menschen, die irgendwie mal was fragen wollen. Es macht mehr Sinn, wenn man das ein bisschen sinnvoll organisiert. Dazu biete ich im nächsten Jahr wieder Treffen an. Und mit dir wird es ja auch eine Art Fragerunde geben. Ne? Das hatten wir doch schon so. Ja, zu dem Thema und das, was du da vorschlägst, werden wir in der Landsitzliebe demnächst Videokonferenzen mit dir anbieten, wo die Menschen dir Fragen stellen können, was du da genau machst, wie du dir das vorstellst. Und alle Fragen, die sie auf dem Herzen haben, können sie in dieser Fragerunde stellen. Ja, und du stehst Rede und Antwort dazu. Und darüber freue ich mich ganz doll. Gerne. Kann man dich denn auch schon privat vorher kontaktieren dazu? Hast du eine E-Mail-Adresse oder wo kann man sich erkundigen nach dem, was du da planst? Also man kann mir sehr wohl eine E-Mail senden und wenn die E-Mail interessant ist, gute Fragen beinhaltet, dann gehe ich darauf ein und ansonsten antworte ich oft auch nur sehr kurz. Wie gesagt, ich möchte das auch für mich sinnvoll gestalten und angenehm. Du wirst ja dann vielleicht die E-Mail-Adresse mit einblenden oder mit dazu schreiben. Ja, das werde ich machen. Ja, das ist doch klasse. Und ich freue mich auf unsere Videokonferenz in der Landsitzliebe und möchte mich für diesen Ausblick für die Zukunft bei dir bedanken, lieber Felix. Und ich würde mich sehr freuen, dich nochmal einladen zu dürfen zu einem nächsten Interview. Gerne. Ja, prima. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche dir und unseren Zusehern ja noch einen schönen Abend. Morgen, Mittag, je nachdem, wann Sie das Video sehen. Macht's gut. Ciao. Ciao.